Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir stellen euch heute das 530G von Holosun vor. Wahnsinn. Es geht immer noch. Um kein Gerät bei Holosun gab es mehr Wirbel als um das 530G. Das hier ist jetzt die Elite-Version, sprich grünes Absehen, 530G GR. Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns das mal richtig zur Brust. Das heißt, wir machen mal wirklich einen Torture-Test mit und schauen mal, was das Gerät alles ab kann. Aber bevor wir das machen, gehen wir einmal über die Details. Das Gerät selbst ist vergleichbar aktuell, würde ich sagen, mit einem Trigicon MRO von der Größe her. Also schon noch ein Mikrovisier, aber vom Gehäusemaß etwas größer als die normalen Mikrovisiere von Holosun. Ich habe jetzt hier mal zum Vergleich, da sieht man das auch mal schön, die normalen Mikrovisiere. Das sieht man, das ist schon ordentlich größer. Dafür habe ich halt auch alle Vorzüge einer größeren Optik, sprich 30 mm Auslass vorne. Dem Lieferumfang enthalten, das Gerät kommt hier in dieser wunderschönen Box. Da drin habe ich unter anderem einmal die Bedienungsanleitung. Da ist übrigens drin, für alle, die die Bedienungsanleitung nicht lesen, so wie ich normalerweise, die wundern sich dann aber, warum das so schwer ist, da ist nochmal eine Ersatzbatterie eingeklebt. Werdet ihr die nächsten 4 Jahre nicht brauchen, aber wenn es soweit ist, da ist die Batterie drin. Dann habt ihr ein Putztuch. Die Batterie gehört normalerweise hier rein, die ist jetzt schon hier im Gerät verbaut. Und ein Werkzeug. Mit dem Werkzeug könnt ihr zum einen die Montage festschrauben. Die ist schon fest montiert vorab, aber falls ihr die Montage tauschen wollt, könnt ihr das damit tun. Und dann habt ihr hier noch einen Schlitzschraubenzieher bzw. einen Schlitz, um die Höhen- und Seitenverstellung der Optik für die Zero-Einstellung vornehmen zu können. Das Gerät wiegt 289 Gramm mit Montage, Killflash und den Flip-Up-Covern hier. Die sind durchsichtig übrigens, das heißt, ihr könnt ohne Probleme die jederzeit geschlossen lassen und dadurch schießen, wäre gar kein Thema. Lässt sich alles entfernen, auch der Killflash lässt sich rausschrauben, wenn man das nicht will. Ich habe auch mal die Montage gelöst, um wirklich mal zu wiegen, was das Gerät so wiegt. Da haben wir knapp 200 Gramm. So. Von der Montage selbst her haben wir einen Schnellspanner mit verbaut, der auch nochmal gesichert ist. Das heißt, der wird hier angelegt, zugedrückt und dann ist der auch gesichert. Zum Entsichern muss ich hier einen kleinen Knopf drücken und dann geht das wieder auf. Das zeige ich euch gleich nochmal auf der Waffe. Die Basis ist Aimpoint-kompatibel, also T1, T2. Ich habe hier von Magma eine Schnellspannmontage, eine ganz simple. Die würde ich jetzt mal hier nehmen zum Beispiel. Die würde auch passen. Ja? Also wenn ihr keine AR-15 habt und keine hohe Visierlinie braucht, empfiehlt sich hier so eine flache Montage. Das Absehen ist wie bei Holosun typisch ein 65 MOA Circle mit einem Dot in der Mitte. Lässt sich umschalten zwischen Dot und Circle Dot. Das heißt, ich habe entweder den 2 MOA Punkt oder aber den 65 MOA Kreis mit dem Punkt zusammen. Hier in dieser Version, wie gesagt, in grün. Bei grün ist uns aufgefallen, hat man, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut, einen leichten Kasten um das Absehen herum. Das ist aber jetzt, wie gesagt, beim Schießen fällt das überhaupt nicht auf. Das fällt einem wirklich nur auf, wenn man direkt ins Licht schaut und genau auf diesen Kasten achtet. Aber das ist halt der Nachteil an dem grünen Absehen. Dafür sieht man das deutlich besser, egal in welcher Umgebung, als die Farbe rot. Wird vom Auge einfach besser wahrgenommen. Ich habe euch hier mal beide Visiere auf dem Gewehr montiert. Einmal das 503GU und hier das 530G. Da sieht man nochmal wirklich schön den Größenunterschied. Hier wie gesagt mit der mit integrierten Schnellspannmontage. Dazu habe ich am Ende einen Knopf, den drücke ich rein. Damit löse ich dann den Schlapper und schon kann man das ganze Gerät ganz simpel aufnehmen, also abnehmen oder halt auch entsprechend wieder draufsetzen.
Den Widerstand kann ich auf der anderen Seite natürlich noch einstellen, wenn ich das brauche. Nochmal ein letztes Wort zur Montage. Wenn ich auf Aimpoint wechseln sollte, also wenn ich eine TE1, T2 Montage nehmen sollte, seid euch bewusst, ihr habt hier ein größeres Gehäuse. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eine Absolute Co-Witness oder eine Lower Co-Witness nehmt, werdet ihr schon einen Größenunterschied haben. Ich habe eben die Montage mal nebeneinander gehalten. Da hat man wirklich so, ich würde sagen, 5 bis 6 mm Versatz, die hier bei dieser Montage, also schon eine Speziallösung, sage ich mal. Muss man ausprobieren. Aber dass ihr das mal im Hinterkopf habt einfach. Wahnsinn. Es geht immer noch. Also wirklich, also wir haben jetzt echt alles damit gemacht, was man sich vorstellen kann, und es funktioniert nach wie vor ohne Probleme. Kein Sprung in der Scheibe, nichts. Es steht seinem kleinen Bruder, dem 503 GU, in nichts nach. Alles dieselben Einstellungen, also 50.000 Stunden Batterielebensdauer, Auto-Shut-Off, 10 Leuchtstufen, 82 Stufen, ideal. Wenn ich es jetzt nochmal hier mit dem Trigicon MRO im direkten Vergleich habe, ist es einen Ticken größer. Dafür habe ich aber eine größere Eingangslinse. Und ich habe natürlich das verstellbare Absehen, was meines Erachtens das Gerät zum klaren Sieger macht. Sehr zu empfehlen. Ich blende euch den Link zu Holosun EU unten ein. Dann könnt ihr selber mal auf der Seite schauen. Und ich lege euch das Gerät wirklich wärmstens ans Herz. Wer nicht auf Mikro steht, sondern einen 30er Durchlass will, sollte dieses Gerät nehmen. Zurück vom Schießstand eine Woche später. Es schießt immer noch dahin, wo es hinschießen soll. Klickverstellung. Hier lässt sich noch in der Helligkeit regulieren. Auch kein Problem, ein- und ausschalten funktioniert. Killflash geht mit Mühe und Not raus. Das ist halt ein bisschen festgefressen. Das Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist, wir können die Batterie nicht mehr rausnehmen. Das stört uns aber auch die nächsten 4 Jahre überhaupt gar nicht. Die Montage hat ja bei der Autoüberfahrt auch einiges abbekommen, lässt sich aber trotzdem noch ohne Probleme wieder montieren und auch entsprechend sichern.
Wie immer an dieser Stelle, liked uns, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.